Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zur Aktion Let's Play hier, Sports FC 24 mit dem nächsten Duell und zwar gegen den FC Brentford. Und danach, ach komm, dann noch die Spurs dazu. Dann kommt Arsenal erst. 24 Millionen haben wir jetzt bekommen fürs Weiterkommen in der Champions League. Ach, wir müssen schon wieder wechseln oder müssen schon wieder rotieren. Ernsthaft? Gut, Walker ist ja gesperrt, das ist mir klar. So, ich werde natürlich ein bisschen wieder rotieren müssen, klar. Und Barella hat sich ja im letzten Spiel durchaus mal ein bisschen reingespielt. Deswegen werden wir auch ihn mal heute von Beginn an spielen. Er hat nämlich gegen Barcelona so das wichtigste Tor gemacht in der letzten Folge. Alle achten hier heute auf Erling Haaland. Denn was die Torausbeute aus den letzten drei Partien angeht, das war schon wirklich erstaunlich. Jetzt erleben wir es. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich hier im Brentford Community Stadium. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann sind auch heute wieder... Sehr wichtig heute, diese Partie für City, dran zu bleiben an Arsenal, den Druck zu halten. Wie gesagt, das nächste Ligaspiel ist das Topspiel, eben gegen die Londoner. Aber dazwischen hängt auch die Spurs. Bart. Ah. City heute mal übrigens wieder mit Haaland. Wir haben das in der letzten Folge tatsächlich gesehen. Wenn City nämlich gegen Basel nicht gewonnen hätte, dann wären sie tatsächlich weg gewesen. Genau so ist es. Der eine heißt Erling Haaland und der andere ist eben Slobodan Didic. Haaland. 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 1-0. City. Zehnte. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Schau nochmal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann ist es Erling Haaland. Ja, das sind seine Szenen, wenn er aus der Mitteldistanz abziehen kann. Er sieht die Lücke. Und wenn der Ball so druckvoll kommt, trotzdem so präzise, dann gibt es nichts zu halten. Ja, City marschiert jetzt gerade so ein bisschen. Die haben jetzt erstmal die eine oder andere Partie jetzt in Folge, die wir jetzt gewinnen, hoffentlich. Sonst war mal fahren, war so ein bisschen Probleme, Sieg und zwei Siege hintereinander zu holen. Wir könnten jetzt hier, glaube ich, schon den dritten holen. Also unsere Aufgaben sind halt klar. Wir wollen halt natürlich alles weiterkommen. Und das heißt auch gegen die Spurs in der nächsten Folge. Sie verzögern sonst zur Partie gegen Arsenal und danach wird es wahrscheinlich irgendwann Winterpause sein. Aber Winterpause gibt es ja in England nicht. Wegen dem, wir haben zwei Pokalwettbewerbe, wir haben halt eine größere Liga als die Bundesliga. Ne? Deswegen Arsenal am Boxing Day, erster Weihnachtsfeiertag. Geht's weiter. Ederson hat die Nuss. Molina stand links. So, jetzt gibt es zumindest noch eine kleine Aussprache mit dem Schiedsrichter und der Nummer 27 vom Gegner. Ich weiß gerade aber nicht, wer es ist, da ich den Kader auch nicht kenne. Also da ich auch nicht jede Mannschaft der Welt den Kader erkenne. Barella. Heute auf der 10. Zucic. Ja, City muss halt gucken, dass wir wollen halt irgendwie schauen, dass wir in die Winterpause kommen. Das ist erstmal das Wichtigste. Und dann kann man immer noch gucken, dann kann ich auf den Transfermarkt reagieren, dann weiß ich, was Sache ist. Da kommen zwei wichtige Spieler, wie gesagt, vor allem mit Bellingham, da freue ich mich drauf. Oder halt auch Rashford. Von United vor allen Dingen. Mal gucken, wie der aufgenommen wird vom Publikum. Haaland! Schönes Ding hier! Haaland! Nee, diesmal kein gutes Ding. Ja,
Und City greift an. Haaland. Haaland. Die Idee war nicht schlecht, aber die Umsetzung war halt nicht gut. Und dann ist es Tedic und nicht Dedic, Tedic. Dedic gab es mal in Bochum, Slatko Dedic, wer kennt ihn nicht noch? Der einer der sehr erfolgreichen Spieler bei dem Verein. Ha! Abseits. Naja, zu laufen lassen können, Schiri. Das war jetzt nicht weiter wild. Ich habe ja den Ball gehabt. Hat er mir gerade ein bisschen den Fluss rausgenommen aus der Nummer. Haaland, schönes Ding, Barella. Oh, schade. Hier greift momentan nur eine Mann an und das ist halt genau eben City. Die wollen hier natürlich auf 2-0 relativ schnell stellen. Und wie gesagt, weiterhin den Druck auf Arsenal erhalten, ne? Das ist halt genau das. Vorteil. Ja, das weg. Ja, stramm war er, absolut. Aber vielleicht wäre es doch der Schlenzer gewesen. So, Abflug. Rooney. Rooney auf Haaland. Ball geholt. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Evan Hilson. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgebrochen. Pause. So, das ist der Pausenfilm. Halbzeit. City führt 1-0 in Frankfurt mit einem durch das Tor von Haaland. Man will halt irgendwo gerne in die Winterpause. Batsch. Ich hab ihn gesehen. Ich hab doch schon gesehen, dass er da reinmarschiert. Aber den Pass, den kriegt er nicht durch auf Sarmiento. Foden heute zwar im Kader, soll aber eigentlich bei heute sich mal noch ein bisschen schonen. Wir müssen dringend in der Breite investieren, das ist halt genau das. Weil da unbedingt noch Spieler kommen müssen. Ach, der Ball kommt nicht. Kein Foul, keine gute Situation. Ja, schönes Ding hier. Da ist die Flanke. Ja, da ist aber keiner, der mit in die Position kommt. Tedic. Ja, dann Dreierpack gegen Chelsea auch nicht mehr wirklich viel auf die Reihe bekommen. City hat halt das Problem, dass sie neben Haaland eigentlich nichts haben vorne. Aber es soll sich jetzt hoffentlich in der Winterpause ändern, wie gesagt, wenn halt ein Rashford kommt. Und das ist genau ganz, ganz gefährlich. Solche Geschichten. Nochmal, wenn da vorne nichts passiert. Deswegen. Ach, ich nehme Bartsch auf der Position. Lassen wir mal drauf. Jetzt kommt nämlich Doku. Soll er heute kommen? Soll jetzt kommen? Oder wird jetzt kommen? Sonst brauche ich erstmal nichts machen. Großchance, aber Ederson ist zu schnell und verhindert den Treffer. Wechsel.
So. City wechselt auch doppelt mit Sarmiento und Tedesco, sind jetzt Ballmann vom runter. Bob und Sucic neu in der Truppe. Und Tor für aus dem absoluten Nichts für Brentford. Schade, der ist gerade eingewechselt. Der Ex-Freiburger. Zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade, aber der Ball Ederson und dann schaut er da noch mal ran und dann ist es halt tatsächlich das Tor. Nächste Chance, das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. Manchester City auf dem Weg. Aber gucken Sie mal, Haaland hier, der sagt hier mal kurz, ey Leute, das kann es nicht sein und quasi direkt marschiert er durch von Anstoß bis zum Tor 1-2, Erling Haaland 62. Minute, Doppelpack. City führt wieder in Brentford. Ja, Lippen lesen, ja? Scheiße, auf Deutsch. Erst setzt sich Erling Haaland durch und dann schlägt Erling Haaland aus kürzester Distanz zu. Ja. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Ja, die Premier League fehlt mir noch zum Beispiel auf meiner FIFA-To-Do-Liste mit zu gewinnenden Wettbewerben. Spanien habe ich, Deutschland habe ich, alle liegen. Ach, das ist zu weit. Ja, die Niederlande habe ich jetzt auch mittlerweile durch. Und Molina. Du brauchst keiner, braucht keiner ranzugehen, ey. Ey, das doch hier, Leute, ey, lass den doch nicht schießen. Ernsthaft jetzt. Das kam nämlich, glaube ich, vom eigenen Mann. Also in Brentford hier zwei Punkte liegen zu lassen. Ich habe schon in den Bournemouth zwei Punkte liegen lassen. Leute, das kann doch nicht sein. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und dann macht er das natürlich super. Lässt den Ball noch kurz aufspringen, nimmt sich die Zeit, macht das ganz ruhig und schließt erstklassig ab. Bob. Ja, so wirklich ein Doppelsturm. Oscar! Bob! Und Andrew. Erst diese herrliche Parade, jetzt noch diese sichere Aktion hinterher. Gute Szene. Da wissen Sie natürlich, bei wem Sie bedanken müssen. Sonderlob hier für den Keeper. Viel Platz jetzt auf Außen. Nein. Ey, das war doch nicht im Aus. Den hat er doch wieder reingeholt, den Ball. Also den hat er doch gehalten. Einfacher Ball hier für den Torwart. Rodri. Tolles Zuspiel. Gut in den Lauf gespielt. Haaland. Haaland macht Haaland-Dinge. 3-2. Dreierpack. Sag ja, wenn der halt nicht da vorne drin ist, dann haben wir halt ein riesen Stürmerproblem. Wir haben sonst, außer glaube ich, ein, zwei Jugendspielern, kein Problem. Wir müssen definitiv noch mal, ich werde auch wahrscheinlich schauen, dass ich noch einen dritten Stürmer verpflichte. Es soll ja Boniface werden vom FC Liverpool, der also jetzt eigentlich in Real Life in Leverkusen spielt, den würde ich gerne noch verpflichten. Einfach. Nee, ah, komm. Gut. Einwurf City. Ich nehme die Nummer sicher. Um den Ball im Ballbesitz zu bleiben. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Ha! Die Idee war gut, aber die Umsetzung war halt kurze. 5 Minuten, dann ist die reguläre Spielzeit hoch und das Resultat denkbar knapp. Nur ein Tor trennt die beiden Teams. So. Und okay, es war wohl noch dran an der Geschichte. Ecke kommt rein. Torschuss jetzt. Nächste Ecke.
Brentford ist drin. Die haben 18 Punkte auf dem Konto gerade mal. Das ist halt wieder so ein Team, was unten drin steht, wo City dann seine Sachen liegen lässt. Und jetzt haben sie zumindest mal diese Ecke hier geklärt. Bemu. Aki. Ach, der kommt nicht durch. Aber ist egal, komm, Schiri, pfeif jetzt ab, endlich. Ist mir scheißegal, ob ich jetzt. Er lässt natürlich noch laufen. Aki, das steht. Schade. Aki und schade, Mann. Nein, nein. Ey, was macht jetzt mein Vollpfosten dort? Ey, die Nummer war durch. So kriege ich nicht. Ne, lass mal ein bisschen rollen und im Zweifel schieße ich ihn selber ins Tor. Danke, FIFA. Och, meine Fresse, ey. Das Spiel war doch schon längst durch. Der ist doch 3 Minuten drüber. Ist doch alles in Ordnung. Ist doch alles geklärt. Der Keeper hat den doch. Und da knallt er den einmal kurz rein ins Tor. Ja, mach ruhig. Kein Problem. Fuck you, ey. Gutes Spiel, wie ich finde. Ein Spiel auf Augenhöhe. Beide mit starken Aktionen. Beide spielerisch richtig gut. Für mich ein gerechtes Ergebnis hier. Ja, was für gerechtes Ergebnis. Die Nummer war geklärt. Der hat den in der Hand gehabt. Du, mach mal ruhig. Ja, und wieder sind 2 Punkte weg. Also, fuck. Nix Tabellenführer hier in der Gruppe, in der Liga, ey. Sei denn, Arsenal hat wieder irgendwas liegen lassen. Das haben sie wahrscheinlich nicht. Die werden wahrscheinlich jetzt mit Zöll. Ja, sie haben doch ein Spiel weniger. Sie spielen jetzt. Oh. Ey, das ist so zum Kotzen. Sie spielen gegen Brighton und Hove Albion. Ja, und wenn sie da nichts liegen lassen, dann haben wir die Chance, mal tatsächlich noch Tabellenführer zu werden. Aber wenn wir halt. Ja, so musst du halt drankommen. Ey, fuck, ey, was ist das für eine Geschichte? Ey, du hast den eigentlich komplett in der Hand, den Ball. Aber wieder gegen so ein Team. Wieder gegen so ein Team, was unten drin steht, mal eben kurz. Ja, 2 Punkte brauchen wir nicht. Nehmt sie ruhig mal mit. Kein Problem. Wir bauen gerne Gegner auf. So, dann bin ich raus heute. Wir sehen uns wieder mit dem Carabao Cup. Nächstes Spiel gegen Spurs.